Jahreswechsel und Weihnachten sind sehr drogenaffin. Da halte ich es für passend, euch in diesem Video zu erklären, was die Drogen-Honeymoon-Phase ist, wie ihr erkennt, ob ihr oder Freunde von euch gerade in dieser Phase seid, und außerdem erzähle ich, wie sich die Honeymoon-Phase in meiner Drogenkarriere geäußert hat. Kennt ihr das? Wenn ihr frisch verliebt seid und es euch so vorkommt, als wäre die geliebte Person alles, was man sich hier erträumt hat, aber dann fängt man an, mit der Zeit festzustellen, dass die Person doch nicht perfekt ist. Vielleicht ist sie etwas eifersüchtig, unpünktlich, etwas unordentlich oder sie schlägt dir jeden Sonntag die Fresse blutig. Ich bin mir sicher, dass nahezu jeder Drogenkonsument genau das gleiche am Anfang seiner Drogenkarriere durchmachen wird. Das wird besonders durch den gesellschaftlichen Umgang mit Drogen und die Verbote begünstigt. In der Regel sind die ersten Drogenerfahrungen, die man hat, übertrieben positiv. Meist komplett ohne negative Konsequenzen. Bei vielen Drogen bleibt beim ersten Konsum jede Art von Kater aus. Man ist direkt begeistert. Oh mein Gott, diese Erfahrung fühlt sich so schön an. Wieso hat man mir mein Leben lang erzählt, dass das etwas Schlechtes ist, obwohl es bis jetzt zu 100% gut für mich war? Das soll verboten sein? Die Chance, dass die Drogen einem etwas anhaben können, scheint plötzlich unglaublich gering. Man entwickelt auf einmal eine riesige Experimentierfreude, weil wenn Gesellschaft und Regierung bei dieser einen Droge eine viel zu übertriebene negative Darstellung verbreitet hat, vielleicht ist das dann bei vielen anderen Drogen auch so. Und ja, bei anderen Drogen ist es auch so. Das Problem hierbei ist, dass das Pendel dann oft von Drogen sind schlecht zu sehr in die gegenteilige Richtung ausschlägt. Und genau wie nach dem anfänglichen Verliebtsein merkt man dann langsam, dass die Droge doch nicht so perfekt ist. Man bekommt von unterschiedlichen Drogen einen Kater, einen sehr negativen Trip, irgendwelche anderen Nebenwirkungen, oder man sieht, wie Freunde diese Nebenwirkungen erleiden. Im Idealfall pendelt man sich dann mit der Zeit irgendwo in einer gesunden Mitte ein, also zwischen Drogen sind das pure Böse und Drogen sind der geilste Shit. Ich schätze, dass das zu späte Erkennen der Honeymoon-Phase eine sehr häufige Ursache von Sucht ist. Man fühlt sich körperlich zwar noch ganz gut, aber man nimmt Drogen bereits so oft, dass das Belohnungszentrum schon eine Art Sucht entwickelt hat, die man erst realisiert, wenn man dann die ersten Nebenwirkungen hat und man versucht aufzuhören. Man ist wie ein Mensch, der auf einer Autobahn steht und keine Sorgen hat, nur weil der Laster, der gerade auf ihn zukommt, den Körper noch nicht berührt hat. Ich hatte diese Honeymoon-Phase zweimal in meinem Leben. Einmal, als ich angefangen habe, Alkohol zu trinken. Das habe ich viel zu lange exzessiv gemacht und ich habe viel zu spät erkannt, dass das meinem Körper nicht gut tut. Ich hatte irgendwann fast jeden Tag Sodbrennen und einen Polypen, der chronischen Husten auslöste. Dass das vom Alkohol kam, habe ich viel zu spät realisiert. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr ein Video über meine Alkoholkarriere sehen wollt. Dann hatte ich nochmal eine Honeymoon-Phase mit den illegalen Drogen. Besonders bei der Droge MDMA war ich am Anfang voll gehypt. Das Gute aber bei der zweiten Honeymoon-Phase der illegalen Droge war, dass ich nicht durch eigenes Leid erfahren musste, dass meine Sicht auf die Dinge zu positiv war. Bis auf ein paar Panikattacken nach MDMA-Konsum hatte ich nie irgendwelche besonders negativen Konsequenzen des Drogenkonsums. Das habe ich dem zu verdanken, dass ihr mir als Zuschauer so viele Erzählungen aus eurer Drogenkarriere gesendet habt, die schnell dafür gesorgt haben, dass ich gefühlt mehr in der gesunden Mitte auf dem Spektrum der Drogenbeurteilung gelandet bin. Hauptsächlich mache ich dieses Video, damit ihr euch beim Drogenkonsum immer wieder die Frage stellt, ob ihr vielleicht gerade in dieser Honeymoon-Phase seid. Zu lange in dieser Phase zu sein, ist wie ein Mann, der sich erst nach 5 Jahren Beziehung von seiner Frau trennt, die ihn jeden Dienstag verprügelt hat. Eine Sache, die hierbei besonders tricky ist, ist, dass man häufig wieder in die Honeymoon-Phase hereinfällt, sobald man mit dem Konsum aufhören will. Ach, wieso dachte ich kurz, dass ich zu viel Ecstasy nehme? Ich habe es dieses Wochenende wieder genommen und es ging voll klar. Ich fühle mich auch nicht süchtig. Da kann ich es doch weiterhin jedes Wochenende nehmen. Und meiner Frau bleibe ich auch weiterhin zusammen, denn die ist doch eigentlich perfekt und schlägt mich ja nur jeden Dienstag, wenn sie bei ihrem neuen Lover war. Dass man als Jugendliche besonders anfällig für eine lange, ungesunde Honeymoon-Phase ist, ist einer der Gründe, warum ich Leuten unter 20 strengstens vom Drogenkonsum abrate. Bedenkt immer, wenn ihr ältere Videos von meinem Kanal schaut, dass ich da noch immer ein bisschen in der Honeymoon-Phase steckte. Das Problem ist, dass es sehr schwierig ist zu erkennen, ob man noch in dieser Honeymoon-Phase ist, denn oft denkt man, jetzt bin ich aus der verherrlichten Phase heraus. Aber man ist immer noch etwas zu sehr auf der positiven Seite. Daher schreibt mal eure Erfahrungen zu dieser Honeymoon-Phase in die Kommentare, und wenn ihr euch nicht sicher seid, lest andere Kommentare und schaut, ob ihr euch da wiedererkennt, oder macht einen
Bist du verliebt, Test, und wendet ihn auf Drogen an? Was magst du an ihm am meisten? Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Er sieht wahnsinnig gut aus. Das Gesamtpaket beeindruckt mich einfach. Seinen Charakter. Er ist so toll. Okay, ich glaube, das funktioniert nicht. Viele von euch sagen mir, dass ich angeblich noch nach jahrelangem Drogenkonsum in der Honeymoon-Phase bin. Wenn ihr Erkenntnisse von mir in diese Richtung nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und schickt das Video an Freunde, die eurer Meinung nach noch in Drogen verliebt sind.